Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du mit dabei bist. Heute mal schauen, aber erstmal, hi Dennis, hi Sven, hi Joseph. Servus. Hi. Hi. Du siehst hier, ich muss hier mal ein bisschen was an... Oder ich bin hier unterwegs im Waldgebiet, das ist eigentlich hier so... Also, es sieht mittlerweile nicht mehr ganz so nach Wald aus. Die Bäume sind ein bisschen gerupft, muss ich sagen. Denn ich bin dabei, ein paar Seeds zu besorgen. Bei uns das Holz ist ein bisschen knapp. Und dementsprechend habe ich schon ein bisschen geskillt auf... Also, ich werde Farmer machen. Und da kannst du ja diesen Gathering kriegen, mit dem du ein bisschen effizienter Seeds bekommst von Bäumen auch später. Beziehungsweise Bäume sind da, glaube ich, schon mit dabei, wenn ich es richtig weiß. Ja, genau. Mit Forest und sowas, da kriegst du dann ein bisschen mehr Seeds oder die Chance ist höher. Du musst halt quasi, um Seeds zu bekommen, musst du die Blätter von den Bäumen holen. Und deswegen bin ich jetzt hier gerade so ein bisschen unterwegs. Ich suche auch gleichzeitig, so wie hier, noch ein bisschen nach Nahrungsmitteln, die wir vielleicht noch anbauen können. This is not rip. Okay. Zum Beispiel Beeren und sowas alles, ne? Alles, was wir dann ansammeln können, weil es gibt ja auch noch ein Farmers Tablet. Table? Tablet? Wie soll ich immer Tablet? Table. Wo ich dann noch ein bisschen was draus machen kann. Aber dafür brauche ich halt auch unter anderem Pilze. Und Pilze habe ich auf unserer ganzen Welt nicht einen einzigen Pilz gefunden. Also Sven und ich, wir haben schon ein bisschen gesucht, aber entweder sind die Pilze alle weg oder wir sind einfach nur blind. Oder beides. Oder beides. Wobei beides, ja, Sven, das ist bei uns normal. Oder beides ist normal. Jo, ich bin auch am Pilze suchen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wieso suchst du auch Pilze? Wofür willst du Pilze? Weil... Zum Essen, ich weiß, ne? Zwei Pilze gefunden, aufgegessen, zack, Pilze weg. Population ausgerottet. Wie der Mensch das halt so macht. Ich suche ja für euch Pilze. Okay, das ist okay. Du bist aber Hunter. Du bist überhaupt nicht für Pilze zuständig. Du bist für Fleisch zuständig. Joseph ist unser Jäger. Der Koch ist ja nicht da. Ja, du hast doch auch ein bisschen Koch mitgelernt, oder? Ja, ein bisschen. User joined your channel. Oh, da fällt mir gerade auf, ich habe den Channel nicht. Manu, wir sind in der Aufnahme. Okay, ich habe den Channel nicht gewechselt. Egal. Ignorieren wir das einfach mal. TT. So, was wollte ich denn jetzt? Ah ja, da, das nehme ich auch mal mit. Ich müsste noch kurz was sagen. Ich habe die Folge etwa 10 Sekunden zu spät angefangen, aber das macht ja wohl nichts. Da gehe ich mal stark von aus, dass das nichts macht. Ich habe hier noch ein paar Bohnen, die bringe ich auch mal mit. Die Bären sind hier tatsächlich tot. Das ist natürlich nicht so schön. Bei Bären-Seeds habe ich nur einen. Ich hoffe, der wächst bei uns. Den habe ich schon angepflanzt. Da gehen wir nachher noch drauf ein. Ich hoffe, ich komme mit dir noch bis zurück, um dir das auch noch zu zeigen, was ich da schon ein bisschen an der Farm oben gemacht habe bei uns. Wofür ich quasi auch die ganzen Seeds und alles brauche. Ich werde mich so ein bisschen, da habe ich schon erzählt, um die vegetarische Essensversorgung, ja, kann man so sagen, und die Baumversorgung. Weil die Bäume, die wir da oben hatten, die kleinen Grundversorgung, da haben wir ja schon am Anfang gesagt, wird wahrscheinlich ein bisschen knapp. Da sind wir mittlerweile an der Grenze. Die neuen Bäume brauchen natürlich noch einen Moment. Und deswegen unter anderem hier auch die Seedsuche. Aber Jungs, die Seedsuche ist erfolgreich. Ich habe schon 20 Zedern-Seeds. Sehr geil. Ah, okay. Sehr gut. Ja. Bäume müssen echt gucken, dass wir haushalten. Sieht echt aus. Ja. Also, wie jetzt gerade? Ja, ihr müsst auf jeden Fall euch immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr einen Baum fällt, dann geht vorher mit der Axt oben durch die Blätter. Noch besser, lasst mich das vorher machen, dann kriegen wir auch Seeds. Weil, wenn ihr den Baum fällt, gibt es keine Seeds. Also, bei mir sieht es schlecht aus für Pilze suchen, also für Pilze finden. Ja, das war ja schon das Problem, was wir vorher schon hatten. Dass die Pilze irgendwie nicht spawnen wollen. Kann man sich nicht irgendwie anzeigen lassen, was es auf der Welt alles gibt? Doch. Und irgendwie? Da hab ich bis jetzt aber noch keine Pilze gesehen. Immer. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Also
Wie macht man denn das? Über den World Layer, über die Map. Wenn du das Tutorial gemacht hättest, wüsstest du es. Aber es ist doch in Englisch. Kann ich Englisch? Ach, dann lass es dir mit dem Google-Übersetzer übersetzen. Ich gehe jetzt nicht nochmal bei dir auf das englischsprachige Spiel ein und keine Englischkenntnisse. Das Thema hatten wir. Und da kann man nur an alle Leute sagen, wenn du Englisch brauchst, Google ist dein Freund und Helfer. Oder in der Schule aufpassen. Im Englischunterricht. Könnte helfen. Ja. Bisschen. So, gibst du mir... Nee, du gibst mir nichts. Gibst du mir... Hallo? Gibst du mich darauf? Danke. Ich bin gefühlt um die ganze Welt rumgelaufen. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass du um die ganze Welt rumläufst, wenn du Pilze suchst, die nur im Waldbiom spawnen können. Ich bin ja im Wald, also ja, halbwegs. Wenn ich jetzt Forstbiom anmache, wette ich, er ist nicht im Wald. So, Forstbiom. Ne, hier, Wald. Josef, am Strand. Oh ne, nee, er hat tatsächlich recht. Mhm. Ja, aber er kann kein Englisch, um sich die Layer einzustellen. Kommt mir gerade so ein bisschen komisch vor. Vielleicht spawnt hier auch nichts, weil hier so viel anderes ist. Moment. Ich werde mal hier im Wald den Waldboden ein bisschen frei machen. Indem ich hier ein bisschen von diesen Bodendeckern entferne. Und dann gucken wir mal die nächsten Tage vorbei. Jungs, merkt euch das mal bitte, weil ich bin da ein bisschen vergesslich. Ja, du kannst. Unten gibt es diese Koordinaten. Ja. Vielleicht könnte man sich. Naja, gut, es ist ja das große Waldbiom. Nein, wir müssen nur daran denken, dass wir hier nochmal hingehen. Ach so. Dass wir dann gucken, ob das tatsächlich was gebracht hat, dass ich jetzt die Bodendecker mal entferne, sodass der Waldboden quasi mal frei ist, dass da überhaupt mal was anderes spawnen kann. Könnte vielleicht helfen. Ja, das war jetzt so mein Plan. Werden wir auf jeden Fall testen. Oder müssen wir testen? Ohne Pilze können wir mit Farmen nicht weitermachen. Das ist einfach Tatsache. Ich weiß nicht, wie sich das verhält. Es gibt ja noch so eine Seed Production, also Samenzucht. Aber ob man darüber jetzt dann auch Samen künstlich herstellen kann, wenn man überhaupt keine Grundfrucht hat, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Wenn ich ganz ehrlich bin. Oh. Ja. Hab ich noch? Ja. Verdammt, habe ich schon wieder nicht darauf geachtet, dass mein Werkzeug fast kaputt ist. Ja, dafür brauche ich immer so schnell so viel Essen. Das ist dann immer. Welches Werkzeug? Das Steinwerkzeug oder das Holzwerkzeug? In dem Falle war es Stein. Ja gut, das haben wir ja noch genug. Das ist noch okay. Aber ich muss unter anderem auch meine Schaufel reparieren, weil ohne meine Schaufel kann ich da oben quasi den Farmboden nicht kultivieren. Doch, dafür brauche ich die Hoe, aber die Hoe ist ja auch aus Holz. Oder? Oder ist die Hoe aus Stein? Nee, ist aus Holz. Nee, die ist aus Holz. Holz. So, machen wir hier mal ein bisschen den Boden frei und gucken mal, was dann. Wahrscheinlich kommen wir beim nächsten Mal her und das Gras hat den kompletten Waldboden überwuchert. Oder Bäume, oder Setzlinge von Bäumen. Das wäre in der Tat, das wäre mir sogar noch lieb. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, ob jetzt hier gerade in dem Wald Gras oder Bäume wachsen, dann würde ich schon sagen, hier sollen sich eher die Bäume ausbreiten in dem Moment. Ich weiß jetzt wieder, wo gibt's Bäume. Oh nein. Wieso weiß er denn jetzt, wo es Bäume gibt? Wer hat ihm das denn jetzt gezeigt? Im Schnee. Ich weiß auch, wo es Bäume gibt, nur ich glaube, einen Weg hast du nicht genug.
Dann macht es keinen Sinn. Ja. Was hab ich da? Was war das? Oh, ich glaube, ich habe gerade einen jungen Bohnentrieb entfernt. Das ist ja noch nicht so schlimm, solange du die Samen dazu kriegst. Ja, nee, wenn du einen jungen Trieb entfernst, kriegst du keine Samen. Ich nicht? Nee, weil der ja quasi, der hat ja noch nichts, wo er Samen dran bilden kann. So. Ah, da ist ein Baum gespawnt. Was ist das denn da hinten? Okay, diese Bodendecker wachsen, spawnen tatsächlich gleich wieder. Das habe ich jetzt hier gerade. This plant is dead. Ja, wenn das tot ist, dann müssen wir es entfernen. So. Also diese Bodendecker spawnen tatsächlich wieder. Und, ah, ein Baum hat sich auch angepflanzt. Okay. Das ist gut. Ja, Baum anpflanzen ist gut. Gut, okay, der Wald sieht ein bisschen sehr nicht geschont aus. Ich gehe jetzt mal weg hier, bevor du mir in die Kommentare schreibst, der Baumwald ist tot. Nein, der ist nicht tot. Mein Freund, Blätter, der Baum, der ist tot. Nein, Blätter können spawnen tatsächlich an Bäumen wieder. Das habe ich vorher in Erfahrung gebracht, bevor ich die Blätter da jetzt runtergeruppt habe. Also der Baum stirbt nicht, nur weil ich ihm jetzt die Blätter geklaut habe. In Natura sterben Bäume auch nicht, wenn man ihnen die Blätter klaut. Oh, Huckleberries. Wenn ich da jetzt noch Seeds von gekriegt hätte, wäre das schön. Komm jetzt wieder nach Hause. Hier übers Wasser. So. Oh, hier sind nochmal Bohnen. Ja, Bohnen an sich bringt mir nichts. Ich hätte gerne noch ein paar Seeds von den Bohnen. Habe ich nämlich noch gar nicht gekriegt. Ich kann ja schlecht Bohnen einfach so in den Boden stecken, oder? Laufe ich richtig? Versuch, wer es wert. Ja, das stimmt allerdings. Oh, ich muss da hinten gehen. Oh. Okay. Joseph, wie sieht's eigentlich aus bei dir mit Jagen? Ja, Jagen. Aber ich kann immer noch nicht groß kochen. Nicht schlimm, ich kann's. Das war jetzt auch gerade nicht die Antwort auf seine Frage. Die Frage war, wie sieht's aus mit Jagen, nicht wie sieht's aus mit Kochen. Nee, also es hat schon einen Büffel in der Kiste. Ich hab noch einen zweiten bei mir. Okay, gut. Das ist die Antwort auf deine Frage. Ach, Ma. So, jetzt laufe ich hier doch. Okay. Den habe ich auch ein paar. Die können aber nur hier wachsen. Wird lustig. Auf jeden Fall. Also du siehst, es ist deutlich anspruchsvoller, als es jetzt zum Beispiel Minecraft wäre. Man muss sich deutlich Gedanken darüber machen, was man macht und wie man es macht und wo man mit mal anfängt. Zum Beispiel alle Bäume schlachten ist deutlich schlechter, wenn man sie nicht gleichzeitig wieder anpflanzt, was wir ja getan haben. Bin ich jetzt hingelaufen hier? Da. Da weiter. Also ich werde dir wahrscheinlich in der nächsten Folge dann unsere Baumplantage durchaus zeigen können, die wir schon angelegt haben. Vielleicht sind bis dahin auch schon Bäume nachgewachsen, man weiß es nicht. Damit wir auch mal sehen, wie lange das tatsächlich in Realtime dauert. Weil wir haben jetzt, ja, vor einem Tag circa habe ich die angepflanzt. Und die sind minimal gewachsen. Aber sie sind halt noch nicht auf der Größe, dass man sie fällen kann. Noch hätte klappen können. So, ich komm. Jo. Lässt du mich wieder raus? So. Durch den Swim hab ich müssen ein kleines Haus bauen. Durch den Swim. Aber ich würde einfach mal sagen, das soll es für heute gewesen sein. Es wird auch gerade dunkel, das passt perfekt. Ne? Ich hoffe, die Folge hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn du vielleicht ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lässt. Schau sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann du dir das Video anschaust. Und sag, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.